Guten Morgen. Wir haben alle ziemlich gut geschlafen, denke ich. Moin. Bei Joa. Genau, wir sitzen jetzt gerade schon beim Frühstück und haben schon ein bisschen geplant, wie es heute weitergeht. Wir fahren gleich los, getankt ist schon. Und zwar Richtung Kopenhagen erstmal und suchen da einen von den Six Forgotten Giants im Wald. Und dann über die Öresundbrücke nach Malmö. Das ist erstmal so der Plan. Und in Malmö gucken wir dann weiter, wo es heute noch hingeht. Genau, aber jetzt frühstücken wir erstmal und davon jetzt ein Timelapse. Jetzt sind wir im Auto, gerade fertig gecuttet. Frühstück war geil, habt ihr ja auch gesehen oder haben wir gesehen. Erstes Video ist oben. Hochgeladen. Wir haben uns jetzt gerade tatsächlich dazu entschieden, das alles auf YouTube hochzuladen. Ja. War schon ein Schritt. Oh. Ja, aber auch 2 Stunden gecuttet, halt übel aufwendig so. Aber jetzt geht's erstmal zu den Six Forgotten Giants. Yes. Genau. Und ich hoffe, wir finden die. Da gibt's nämlich nur so eine komische Karte. Aber wir finden das. Bis dann. Kurze Zwischenmeldung. Wir haben noch, wie sieht man das, 178 Kilometer vor uns und sind bis jetzt ziemlich geflasht von der ganzen Umgebung hier, von der ganzen Natur. Vielleicht kann man es jetzt schon so ein bisschen sehen. Es ist halt krank. Es ist halt einfach schon ziemlich anders als bei uns. Richtig Premium. Vor allem diese eine Brücke, über die wir gefahren sind, war ziemlich cool. Vielleicht erwischen wir die auf der Rückseite nochmal. Wir waren nicht schnell genug, weil gerade auch ein Timelapse lief. Vielleicht ist sie ja drauf. Sah schon ziemlich heftig aus. So, hier an der wunderbaren Raststätte gab es einmal eine kleine Pinkelpause. Und genau, wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, bei unserem Channel haben wir das Channel-Banner gerade gemacht mit unserem Car. Und jetzt geht's weiter zu den Six Forgotten Giants. Was sagst du dazu? Ist nice. Freu mich schon. Ist nice. Angekommen bei den Six Forgotten Giants. Wir gehen jetzt zu Teddy Friendly und sehen uns da wieder. Viel Spaß! Den coolen Typen, den ihr gerade auch ein bisschen von oben gesehen habt, das ist einer der Six Forgotten Giants und die wurden von Thomas Dumbo hier gebaut in der Nähe von Kopenhagen, westlich von Kopenhagen, in kleinen Dörfern und der macht hier eine echt coole Arbeit. Der baut mit Volontären halt diese Skulpturen und nimmt dabei halt recyceltes Material und dabei entstehen dann solche Kunstwerke. Grenzkontrolle, mussten alle unseren Perso zeigen. Zum Schluss hat Daniel seinen noch gefunden, zum Glück. Genau. Und ja, die Brücke, ich hoffe, wir haben das jetzt gut einfangen können. Das sah so cool aus. Also mega. Mega beeindruckend. Mega beeindruckendes Bauwerk. So. Yes, wir sind jetzt in Schweden. Direkt alle Schilder blau und gelb und nicht mehr rot und weiß. Und genau, wir fahren jetzt direkt nach Malmö. Nachdem wir noch einige Drone-Shots gemacht haben, haben wir jetzt endlich eine Bleibe für die Nacht gefunden. Es sieht nicht wunderschön aus, es ist mehr so, ja, funktionsmäßig mit Feuerstellen. Die sehen auf jeden Fall nice aus.
Die Mücken sind schon auf jeden Fall aggressiv, aber wir werden jetzt gleich noch schön kochen. Haben ordentlich Stuff dabei und dann wird es uns auch auf jeden Fall gut gehen. Wir sind jetzt hier, wie Finn gesagt hat, bei unserem Lager. Ich glaube, Finn hat gerade schon ein bisschen was gezeigt. Wir haben gerade ein bisschen improvisiert, nachdem wir festgestellt haben, dass der Koffer zwar sehr gut funktioniert, aber doch sehr langsam nur. Jetzt haben wir hier ein bisschen Reis, den wir darauf kochen. Der wird auch langsam, aber wir haben glücklicherweise ja diesen coolen Platz hier und diese Feuerstellen und haben dann hier eben ein richtig dickes Feuer gemacht und jetzt eben den Roster drauf gelegt und dann können wir darauf gleich die Soße warm machen und danach den Milchreis, den wir noch essen wollen. Wir haben mega Hunger, deswegen ist das richtig. Oh, da ist eine Fliege. Deswegen ist das richtig, richtig cool. Und wir sind auch weiter creative am Arbeiten. Zum Beispiel Daniel hier. Spaß mit der Axt, die mega scharf ist. Ziemlich cool. Und Finn, der kümmert sich hier um unseren künstlerischen Part. Ja, mal schauen. Ja, ne? Ziemlich cool auf jeden Fall. Jo, wir sind jetzt gerade ist gut, mit dem Essen durch und ja, kochen jetzt noch ein bisschen Milchreis auf unserer sehr coolen Feuerstelle. Schokomilchreis, genau. Haben dafür unsere gute Milka Luflé, heißt die Luflé? Ja. Schokolade aufgeopfert. Genau. Das Zelt steht, wir sind auch schon gut müde, aber wir wollen unbedingt gleich noch das Filmmaterial von heute ein bisschen auswerten, ein bisschen angucken. Dann geht's morgen für uns alle weiter. Wir melden uns nach dem Aufstehen. Dann würde ich sagen, bis dahin, gute Nacht.